Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in Richtung YouTube zu einer neuen Runde von Path of Exile hier im Livestream auf Twitch gerade. Und Jeremy sieht hier total geil aus. So eine richtig, so eine blutige Bogenschützin hier einfach. Finde ich gut. Das läuft hier einfach bei uns. Ja, wir haben in der letzten Session haben wir so ein bisschen das Labyrinth gemacht. Wir haben sind so ein bisschen weiter in dem Akt fortgeschritten. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht, was es alles noch gibt dazu. Eine komische Axt haben wir, die kann weg. Die Robe ist, glaube ich, schlechter. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf hatte, hat Jeremy ein kleines Ringelein für mich, was ich mal testen sollte, weil irgendwie das komisch macht. Ich habe keine Ahnung. So, da kommt gleich der Ring. Hier, da. Essence Worm Unset Ring. Plus 2 to Level of Socket Aura Gems. Socket Gems Reserved No Mana. 40% Increased Mana Reserved. So, akzeptieren wir mal. Das Problem ist, ich weiß nicht ganz, was ich hier reinsockeln muss. Herald of Thunder. So, Channeling. Deals Lightning Damage, cannot apply Shock, Base Duration. Ich weiß nicht, was ich hier reinpacken soll in den Ring, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Has one socket. Mana Reserve 25%. Channel Lightning through your hands, adding Lightning Damage to spells and attacks. If you kill a shocked enemy, Lightning Bolts will strike arrows around. So, ich glaube, den kann ich da reinsockeln, oder? Das würde, glaube ich, dann besser gehen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Intelligenz, Energy Shield, Life Gained, Maximum Life, Intelligenz, Increased Lightning Damage. Increased Cold Damage, Rarity of Items, Fire Resistance. Mach's mal so. Zack. So, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir probieren es einfach mal. Ich habe keinen Dunst von diesem Ganzen. So, talk to Bestel for your reward. Wo ist Bestel? Hier ist er. The old goat's turned up his tootsies, has he? Oh, wait! I feel a poem coming on. Through the bleating flock, our exile did wade. Over hoof and horn and goat blood sprayed. Until, at last, an audience with old King Billy, or the Cloven One, or Aberarth, and other names just as silly. Dine with me, friend. Old Billy did growl. Feed me your soul, feed me it now. Our exile just smiled and gutted that goat, so that not one more soul would get stuffed down his old throat. Honestly, you wouldn't believe how hard it is to find a good rhyme for goat exile. Okay, sehr gut. So, du musst in den Ring noch Herald of Thunder reinsocken. Das habe ich gemacht. Das habe ich drin. Herald of Thunder habe ich rein. Das ist das Einzige, was, glaube ich, eine Aura bei mir hat. Poor Nessa. If the ship graveyard is sealed off with some brine-borne barrier, then the king clearly knows that you're coming to relieve him of his queen-to-be. Ah, well, you should be used to long and arduous journeys now. If nothing else, it's good fodder for an epic. I'd best get composing. Mm-hmm. The old goat's turned up his tootsies, has he? Oh, wait! I feel a poem coming on. Ach ja, ich muss das erst einlösen. Oh, I was never there. So, jetzt ist weg. Okay. So, defeat the puppet mistress. Okay. Dann mal ganz kurz den Ring hier packe ich mal. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich muss hier unbedingt mal aufräumen. Das sage ich in jeder Aufnahmesession. Jedes Mal denke ich dran. Danach ist so. Danach vergesse ich es wieder. Es tut mir sehr leid. So, wollen wir mal die Puppet Mistress machen, Jeremy? Den könnt ihr vorher mal einlösen. Und zwar. Hier oben. So. Breath of Lightning, Increased Lightning Damage. Wir können mal ganz kurz gucken übrigens, ne? Das ist momentan, machen wir, 1513. Apply, 1557 jetzt. Das heißt, ein bisschen Damage haben wir hier gekriegt. Das finde ich sehr gut. Haben wir jetzt noch irgendwas mit Damage with Wands? Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht.
Fire Damage, Minions Life, Damage over Time, Curse Duration. Ich frage mich echt. Eldritch Battery. Ich frage mich echt so ein bisschen, wo wir da noch hingehen sollen, aber das finden wir einfach raus. So, wo müssen wir hin? Ja, The Puppet Mistress. Tarkle has asked to defeat the Puppet Mistress. Ja, wo ist die denn? The Coast. Wo sehe ich denn, wo der Quest ist mit der Puppet Mistress? The Brine King, the Puppet Mistress. Ach, man sieht hier den Weg, wo ich langlatschen muss. Und der ist dann da hinten auch. Okay, wir müssen zum Western Forest, glaube ich. Weil da ist auch der Brine King, oder? Search for Nessa. Wollen wir das? Hier, der Brine King. Okay, wir müssen eh dahin. Also, Western Forest, würde ich sagen. Denke ich zumindest. Ja, ich bin richtig. Jeremy ist auch hier. Was heißt, wenn Jeremy hier ist, dann habe ich schon mal nichts falsch gemacht. Geil. So, das heißt, jetzt geht's wieder auf zum Sterben. Nachdem ich ja in der letzten Aufnahmesession so mega aufkrepiert bin. Ich müsste das Channel hier übrigens noch. So. Da hat das Gem jetzt mit dem Channel ja auch übrigens 2 Level mehr dazu gekriegt. Was sehr gut ist. Lightning Warp Gem. Geil. Das kann ich jetzt aufleveln. Finde ich sehr, sehr gut. In der letzten Aufnahme haben wir so ein bisschen das Thema Labyrinth angetestet, beziehungsweise Labyrinth einmal durchgemacht. Ich vermute mal, dass man das Labyrinth viel öfter farmen muss, damit es effektiv ist, damit man noch mehr Sachen kriegt. Da weiß ich nur noch nicht. Herald of Thunder. Geil. Nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob die besser werden oder ob das einfach immer das gleiche Gem ist. Auf jeden Fall, das haben wir ja schon. Das ist dann relativ unspannend, glaube ich. Serpentine Stuff. Geil. So, wo sind wir hier? Der Riverways. Der Flussweg sozusagen. Finde ich sehr, sehr gut. So. Ach, da haben wir wieder so komische Affen jetzt hier. Fantastisch. Das macht der Laune. Ich darf Affen töten. Juhu. Die armen Viecher. The Puppet Mistress war ja, glaube ich, das mit den Termiten, ne? Was der Tagli wollte, dass wir das mit den Termiten irgendwie platt machen. Dass die Tiere hier nicht zerfressen werden von diesen komischen Viechern. Razorfur, Fast Attacks, Hexaproof, Leaps, Allies Resist, Elemental Damage. Aha. Ciao. Das müssen wir ein bisschen platt machen. Tribal Chest, Engraved Sword. Sehr schön. Ich muss echt mal gucken. The Wetlands. Müssen wir da hin? Offensichtlich. So. Was haben wir denn hier? Parasite. Ach, hier sind die Parasiten jetzt. Da haben wir die legendären Parasiten. Molten Strike, was auch immer das ist. Ich bin mir echt unschlüssig, ob die Hexe so eine geile Idee war zum Spielen. Aber wenn ich mir das so angucke, bei Jeremy läuft das irgendwie viel besser. Vielleicht hat er aber auch die besseren Items. Ich muss dann auch mal, wenn wir den... Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen, Akt 6 durchzuspielen heute. Das kann Jeremy mir sagen. Weil ich nur 1,5 Stunden eigentlich machen wollte, Pass of Exile. Ob wir das schaffen oder nicht, keine Ahnung. Ich würde nämlich auch wahnsinnig gerne mal den Hideout ausbauen, damit wir nämlich selber Items craften können. Ich glaube nämlich, dass das sehr hilfreich wäre, wenn wir das tun würden. So. Your Lightning Penetration Support Gem is now ready to level up. Das finde ich sehr gut. Lightning Penetration ist nämlich fantastisch. Dadurch kriegen wir nämlich... Können wir noch mehr Damage machen. So, ich kann hier nichts aufheben. Finde ich gut.
Das wird doch gar nicht ausgegraut hier, also ich kann es nicht aufnehmen. Schön. Warum auch immer. Normalerweise ist es so, dass irgendwann ja die Items, wenn die im Teams fallen, dass ich die irgendwann auch aufheben kann. Survivalist. Geil. Dann haben wir die Buchseite hier wieder, oder so eine komische Karte. Was haben wir hier? Corrupted. Overlord's Narrow Ravine of Exposure. Oh. Machen wir das mal. Wall Fallen. Ich frage mich immer, wie dieses ganze Curse-Zeug, was ich da drin hatte, oder hab, ob das so ansatzweise überhaupt sinnvoll ist. Orb of Regret. Was war denn Regret nochmal? Regret war, dass es einem leid tut. Reue. Regret war Reue. Jetzt hat Orb der Reue. Das war's. So. Massive Wall Fallen. Aha. Whoa! Ich liebe das, ja. Kamok Soulmaker. Geh weg. Ciao. Spectral Throw. Throws a spectral copy of your melee weapon. It flies out and then returns to you in a spinning attack that strikes enemies in its path. Okay. Wall Ground Slam. Okay. Und die Letter. I am but a crude reflection of our queen of endless beauty. I die today so that all of Wall may bask in her radiance tomorrow. Okay. Na gut. Haben wir das auch. Das tolle Gem. Und dann da oben haben wir einen Zeltplatz. Wo geht's hier hoch? Ja, ich hätte mich auch hoch teleportieren können. Na gut. Was? Rizlas Devoted. Mhm. Okay. Ja, warum nicht? Ich darf im Übrigen jetzt nicht mehr sterben, weil ich würde echt gerne mal von Levelseite her hätte ich mal so ein bisschen, würde ich gerne mal so ein bisschen fortschreiten und nicht immer nach unten bürsten wollen. Das wäre sehr schön, wenn ich mal nicht immer hier Spawning Ground, wenn ich hier nicht immer so verrecken würde. Defeat the Puppet Mistress. Wo ist die? Hä? Okay. Gift. Liebe ich, ja. Erst. Irgendwo. Rüsselatters Nest. Aha. Wir haben ein Nest gekillt. Ah, Gift und so weiter. Muss man echt ein bisschen aufpassen hier mit diesem Gift. Das ist nämlich echt ätzend. Alles total verseucht hier. Das ist ja widerlich. Vor allem die Gift-Resistance ist gar nicht mal so hoch bei mir. Also generell die Resistance. Ich müsste nur aufhören, im Gift direkt drin zu stehen. Das würde auch ein bisschen helfen. Ah. Jetzt wacht sie auf. Rizlata, the Puppet Mistress. So. Ja, ganz schön viele Leben. Chaos Damage. Resists Elemental Damage. Resists Chaos. Okay. Ja, geh weg. Oh, du musst dich so viel bewegen hier in dem Spiel. Das ist echt mies. Au. Mach ich da nicht überhaupt Damage hier, ne? Geh mal weg hier.
Das Coole von dem Channeln ist, dass die ganzen kleinen Creeps, dass sie sofort sterben. Weil hier das ganze Channeling macht. Das heißt, die ganzen Larven, die ausspuckt, die sterben halt schon relativ fix. Dadurch kann ich immer die Heilflasks dann benutzen sofort. I need more mana. Ja, dann trink mal Mana. Mein Mana ist mal leer, das ist passiert allerdings sonst nie. So, und tot. Talk to Rake. Talk live for your reward. War schon wieder eine Göttin, oder was? Nein! Toll. Ja, ich wollte nicht sterben, ich habe die kleinen Viecher nicht gesehen. Mann! The Asmeri believed that one day this world of ours would collapse under the weight of Raslatha's offspring. A frightening thought, and thankfully, a mistaken one. Hm. Dein Mana ist immer leer. Nee, eigentlich nie. Mein Mana geht lustigerweise nie leer. Life Flasks gain 3 charges every 3 seconds if you haven't used a Life Flask recently. Capture the Winged Death. 60% increased life recovery from flask used when on low life. Okay. Naja, okay. Talk to Tarkley for your reward. Machen wir mal eben. Dann haben wir das nämlich erledigt. Und dann geht's weiter zu Jeremy. So, hallo Tarkley. Another damn god, you say? Yeah, that figures. A primitive deity from a primitive time, crawling up out of the dirt with a view to enslaving us all with its creeping bloody offspring. I think we could all do without gods like that. So here, take something for the road ahead. The way things are going, it'll be a tough one. Ja, das ist wohl wahr. The ship graveyard's blocked off. Damn it! That means that Brine King bastard knows you're coming after Nessa. In that case, you'll have to pass through Prisoner's Gate, follow the mountains, and make your way back to the sea by way of Mervale's caverns. From the sound of it, Ness is in no condition to venture far from the coast, so she has to be around there somewhere. So. Farewell! Alles klar, dann gehen wir zurück zum Jeremy jetzt. Zack. Haben wir das auch erledigt und dann Wetlands und weiter geht's. Achso, Jeremy war auch eine Stadt, glaube ich. Das habe ich nicht gesehen. Joined the area, Tribal Chest. Orb of Alchemy, geil. Also, wie gesagt, wir müssten echt mal auch unseren Hideout, unser kleines Versteck, weiter ausbauen, damit wir Sachen craften können. Das wäre sehr schön, hat nämlich dann den charmanten Vorteil, dass wir uns selber Ausrüstung bauen können. Das wäre echt super. So, Pfleglichen, hallo, grüß dich, schön, dass du da bist. Schnapp dir einen Kaffee, schnapp dir einen Kuchen und dann ab geht's. Oder wenn du schon Abend gegessen hast, dann einfach ein Blitzchen. So. Doomcrusher Sekim, aha. Ja, nein. Socket Cold Gems, okay. Ich habe keine Ahnung. So, Chuck. So. Travel through the fortress to Merwell's Caverns. Oh, aua, aua, aua. Gib Pizza. Okay, Pizza ist auch lecker. Sanctified Life Flask. Aha. Was auch immer eine Sanctified Life Flask ist. So, du stirbst jetzt. Ciao. Und dann bitte hier alle anderen noch sterben. Das wäre schön. Wollen wir das kaputt machen hier? Nö. Aus irgendeinem Grund geht das nicht kaputt hier. Ah, jetzt ja. Mhm. Tribal Chest. Nichts Wertvolles drin. Hier ist ein Wegpunkt. Ein kaputter Wegpunkt, möchte ich betonen. Gibt es hier öfters mal, dass man kaputte Wegpunkte hat. Ich muss übrigens meine Dinge hier wieder aktivieren, meine Auren. Nachdem ich ja verreckt bin. Da muss ich echt mal ein bisschen dran denken, so Aura aktivieren und alles. So.
Der Teleport hier ist nicht ganz so schnell wie der von Jeremy. Weil Jeremy nutzt ja keine Magie, sondern der knüpft sich hier irgendwie an einem Pfeil dran und fliegt mit seinem Pfeil dann durch die Gegend. Also kennt man ja. Macht man ja auch ständig sowas. Naja. So, wo ist denn jetzt hier... Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ciao. Von da hinten kommen wir doch, oder? Oder nicht? Jeremy läuft da so im Kreis, das heißt, Jeremy meint, da geht's weiter. Gut. Der Riverways. Ach so, nein, wir sind ja falsch. Wir haben ja den Nebenquest haben wir ja zuerst gemacht, glaube ich, ne? Ach nee, offensichtlich. Genau, doch, wir haben erst den Nebenquest gemacht. Von daher passt das schon. Okay, jetzt, hier geht's weiter dann. Infested Maw. Ein infiziertes Maul. Mhm. Nett. Dass hier alles infiziert ist. Oh, das ist toll. Dann einfach rein und feuerfrei. Mal gucken, ob das was bringt. Bestimmt. Ich würde gerne, dass die Blitze noch viel mehr überschlagen. Also noch viel krasser, als sie eh schon tun. Dann könnten wir noch ein bisschen mehr rausholen hier. Bam. Ich glaube, Jeremy macht Cold Damage. Kann das sein, weil die Dinger mal einfrieren, die Creeps? Die Arc Game ist ready to level up. Sand Hybrid. Winecrest. Aha. Braucht das Jeremy oder das Arc Game? You cannot level up this Arc Game because you don't meet the requirements. Right click to dismiss this. Diese Requirements, ne? Das ist so ein bisschen komisch manchmal. Fehlt bestimmt wieder Intelligenz oder Stärke oder sonst irgendwas. Was das Ganze dann wieder attraktiv macht. Da müssen wir mal hochleveln dann. Oder wir müssen selber erstmal hochleveln, dass das dann funktioniert. Keine Ahnung. Wie das da genau funktioniert. Hallo? So, da hinten geht's weiter. Da hinten ist irgendwas. Was haben wir hier? Der Western Forest. Ach nee, von da kommen wir ja. Western Forest. Jeremy hat was gefunden. Erstmal den Boss hier kalt machen. So. Ciao. Mal geschafft, einen Creep zu töten. Ich bin total begeistert. Und so ohne Jeremys Hilfe. Viper Strike. Aha. Hits the enemy, adding some of your elemental hit. Can deal one base lightning damage. A standard attack with any weapon that adds damage of a random element. Summons an enemy totem. Conductivity. Curse all targets and area. Die Karte nehme ich mit. Der Rest ist relativ egal. Ach nee, ich dachte, Jeremy hat es gefunden, aber der Pfeil ist einfach bloß, dass man weiß, wo Jeremy hingelaufen ist. Na gut. Dann kannst du bloß da oben lang gehen, oder? Weil da rechts geht's auch noch weiter. Aber da war kein... Kein Symbol, dass es da weiterging. Normalerweise sagt einem das Spiel ganz genau, wo du langlaufen musst dann, wenn du so einigermaßen in der Nähe bist. Immolate Support, was ist das? Support Skills, added Fire Damage against Burning Enemies. Aha. Haben wir nicht. Hallo? Ah. Sehr gut. Direback. Mhm. So, wir sind ein Level aufgestiegen. Juhu. Ah, jetzt können wir die auch hochleveln. Das heißt, wir müssen dann immer einen Level weiter leveln, damit wir die Gems leveln können. Das ist gut zu wissen. Das ist so ein bisschen levelabhängig. Wahrscheinlich, dass du halt kein zu hohes Level in Gems hast, wenn du total mickriges Level hast. Dieses Teleport-Ding ist schon geil. Das macht echt Spaß.
Man kommt da zügiger voran. Oh. Wollte ich das Eichhörnchen töten, was hier rumrennt? Oder Biber oder was immer das sein soll? Obwohl es mich gar nicht angreift. Zum Glück hat das nicht funktioniert. Das Geile ist, wir töten hier wirklich den ganzen Wald jetzt. Wir töten hier wirklich alle Einwohner, die dieser Wald hat. Oh, over here, Exile. Hallo, Tora. Warte mal, ich muss erstmal hier Platz machen. Sag mal. Ja, weg hier. Okay. Können wir es langsam mal... There's culling to be done, and I have just the foul flock in mind. I have a certain pack of vermin in mind. A truly twisted and ravenous lot. They range across quite a large territory, so be prepared to cover some ground. Hunt them down wherever they might be and put an end to them. To help you out, I'm going to share a little trick with you. A bit of thaumaturgical tracking that I picked up during my time here in Rayclast. If your quarry is nearby, it'll point you in their direction. The whole thing stinks of corruption, I know. But sometimes you have to behave like the animal you want to kill. Okay, so. Jeremy hat ja mal die ganzen Creeps dann noch gekillt, die ja noch kamen. Ist ein bisschen arg. Vor allem, dass die halt so hier die ganze Zeit herkamen, die ganzen Wellen. Das war, fand ich irgendwie komisch. Sehr, sehr seltsam. So. Wir müssen irgendwo da hoch. Da ist das komische Viechzeug. Mann. Ja. Ja, das hat gut geklappt. Ich brauche mal einen Teleporter, bitte. Ist das der Teleporter? Ich glaube nicht, ne? Ah, doch. Ach, das ist der Animal Pack. Ja. Das ist dieser mega krasse Gegner. Kill Unique Monsters. Schön. Mann, das tat weh. Und du siehst bloß, wie die Leben nach unten gehen, heilst dich und denkst dir so, ja, blöd. Wir müssen da runter irgendwo. Das muss hier irgendwo jetzt sein. Mhm. Das hat nach oben gezeigt vorhin, oder nicht? Ist das gewandert, das Viechzeug? Das ist ja komisch. Host Chief Train, aha. So, erstmal die Affen platt machen, bevor wir das Ding jetzt aufmachen hier. Ach, hat er schon aufgemacht, okay. Na gut. Wo sind denn die Creeps, die wir töten müssen? Das ist ja komisch. Das Ding ist doch vorhin nach oben gezeigt. Wir sind nach oben gelaufen. Ach so, nein, wir haben ja schon ein paar gekillt. Jetzt. Ich habe rausgeklickt aus Versehen. Toll! Das Spiel fängt einfach die Maus manchmal nicht. Das ist so ätzend. Ah, naja, okay. Manchmal fängt das Spiel die Maus nicht und dann klickst du raus und dann puff, bist du plötzlich am Desktop. So, jetzt müsste wieder alles funktionieren, aber... Nee. Toll, Jeremy kann sich dahin teleportieren, ich nicht. Ah, diesmal hat es geklappt. Toll, einmal den ganzen Weg wieder zurücklaufen hier, ich merke schon. Ah, jetzt haben wir die hier gekillt. Dann ist das Thema durch und jetzt müssen wir die nächste Gruppe töten. 10 Stück fehlen noch. Mit den Infected Beasts. Ich brauche nämlich noch ein paar Level. Damit die mir ein paar Sachen noch geben. Ach komm, jetzt ist doch nicht wahr. Return to the Master. Ja. Yeah. Das ist so ätzend.